Dankeschön. Ja, willkommen zu unserem Vortrag Friends with ActivityPub – Deine nachhaltige Identität im Web. Ich bin Alex Kirk und der Monitor geht gerade aus. Das ist Matthias Pfefferle. Und los geht's. Zunächst einmal, lasst uns mal definieren, was verstehen wir unter Identität. Das sind die Eigenschaften, Merkmale einer Person. Und im Web braucht man das, um sich selbst darzustellen. Man möchte vielleicht Wissenstransfer betreiben, man möchte sich mit anderen austauschen oder man möchte einfach erreichbar sein. Und gerade im Web ist es praktisch, dass man auch mehrere Identitäten haben kann, Personas, je nach Gebiet, in dem man sich aufhält. Eine Riesenshow. Die erste Identität, die hoffentlich die meisten von euch hatten im Internet, war während der schönen Web 2.0-Phase, wo jeder hoffentlich mit WordPress sich einen Blog aufgesetzt hat und man so schöne Domains hatte wie Blogspot oder WordPress.com oder Kickmeet.to, falls das noch jemand kennt, oder die schönen Geocities, die schönen kurzen Geocities-URLs. Aber es gab auch schon richtige Domains, so alt bin ich jetzt auch noch nicht. Es sah wunderschön aus, mein erster Blog noch mit B2. Aber es gab auch eine Menge Innovationen während der Zeit. RSS ist entstanden zum Abonnieren von Blogs, die ersten Web-Semantiken, um für Suchmaschinen Inhalte lesbar zu machen, XML-RPC, um Apps zu ermöglichen, Pingback und Trackback als eigentlich von der Idee her wunderbare Art und Weise, andere Webseiten zu informieren, dass man was über sie geschrieben hat oder eine Antwort auf einen Blogpost gemacht hat. OpenID ist in der Blogosphäre entstanden, um Single Sign-On, also sich einfacher auf einer anderen Seite einzuloggen. Und Podcasting ist in der Blog-Welt groß geworden. Aber, also für damals war das super, aber aus heutiger Sicht betrachtet ist die Usability grausam gewesen. Ich hatte Directories, wo ich gucken musste, also um neue Blogs zu entdecken. Dann habe ich sie abonniert. Zum Lesen musste ich auf den Blog draufgehen, kommentieren in der Kommentarspalte. Wenn ich Glück hatte, konnte ich die Kommentare per E-Mail abonnieren. Zum Kommentieren musste ich dann wieder in die Kommentarspalte. Und da hat sich leider nicht so viel getan. Das war der Status, das eigentlich bis vor kurzem war das immer noch der Status. Man hat sich eher darüber gestritten, ob jetzt RSS oder Atom das bessere Format ist, anstatt sich ein bisschen um Usability zu kümmern. Und wenn man versucht hat, sich mit OpenID in der Kommentarspalte einzuloggen, der weiß, was ich meine. Also es war wesentlich einfacher, alle Inhalte direkt auszufüllen. Und Pingbacks und Trackbacks, auch wenn die Idee super war, dass was am Schluss im Blog angekommen ist, ist halt sowas. Und ich mag das Letzte. Also wenn sowas dann im Blog ankommt, ich verstehe, warum Leute es gesperrt haben. Und dann kamen die sozialen Netzwerke. Ja, was braucht man, um in einem sozialen Netzwerk teilzunehmen? Einen Account. Also sind Accounts die neue Währung. Wer zuerst kommt, hat den Usernamen. Es gibt sogar Services, mit denen man überprüfen kann, auf welchem Service ist noch mein Username frei. Aber wenn man zu spät kommt, kann man den Usernamen nicht mehr bekommen. Es gibt Leute, die engagieren Firmen, dass sie einen auf allen Plattformen den Usernamen registrieren. Und wenn man überhaupt später kommt, hat man einfach nur noch den schlechten Usernamen. Jeder kennt Google-Usernamen, langer Name, viele Zahlen, sehr unpraktisch. Aber gehen wir mal ein bisschen zurück in die Geschichte der sozialen Netzwerke. Man sagt anfangs, eines der ersten war Six Degrees. Da gab es schon mal Profile und Freundschaften. In Deutschland sagt man, Knuddels war eines der ersten. In den USA ging es weiter mit Friendster, da gab es schon Fotosharing und Communities. MySpace 2003.
Eine Besonderheit von MySpace, wenn sich noch jemand erinnert, da gab es ja einen Bug, wo sie das HTML nicht richtig gefiltert haben. Und das haben sich die Leute dann zu Nutzen gemacht, um ihre Profile zu gestalten. Das CSS, das sie dort eingefügt haben, hat sich auf die ganze Seite weiter fortgepflanzt sozusagen. Und man konnte sein Profil wie ein Blog gestalten. Weiter ging es mit LinkedIn für Business und OpenBC, heute Xing, in Deutschland oder im deutschsprachigen Raum. 2004 kam Facebook, damals noch The Facebook. StudiVZ als das Äquivalent. Und hier nochmal als Übersicht. Und also warum überhaupt soziale Netzwerke? Man muss sich nur eine URL merken. Es ist einfach, sich anzumelden. Alle Aktionen an einer Seite. Man muss nicht zwischen den verschiedenen Seiten hin und her wechseln. Es ist Notifications gibt es auf der Seite. Man kann alle Leute, die da drauf sind, per Suche finden. Es ist ein Publikum, das nicht nur aus Nerds besteht, sondern auch normale Personen. Die Schwiegermutter oder die Tante. Man kann Text, Videos, Bilder und Spiele, teilweise auch ziemlich wichtig. Und kostenlos. Und dann bieten die sozialen Netzwerke noch die soziale Validierung. Man kann sehen, wie viele Leute jemanden folgen. Und je mehr Leute jemanden folgen, umso wichtiger ist die Person oder wird sie als wichtiger angesehen. Und das soziale Netzwerk ist die externe Instanz, die belegen kann, es folgen dieser Person wirklich so viele Leute. Weil wie funktioniert das bei Blogs? Man kann vielleicht die Feed-Subscriber als Zahlen nennen. Da gab es so Services wie Feedburner. Oder man sagt, ich habe auf Twitter so und so viele Follower. Aber wie man sieht, man kann das auch leicht faken. Die Zahl ist beliebig, die ich auf meinem Blog anzeige. Und das war jetzt dann spätestens der Zeitpunkt, wo man im offenen, dezentralen Netzwerk in der Blogosphäre erkannt hat, okay, jetzt ist es vielleicht zu spät, alle wandern gerade reihenweise ab in die sozialen Netzwerke, was halt auch klar ist, Alex hat es gerade erklärt, es ist viel einfacher, ich finde meine Freunde dort viel einfacher, ich muss nicht nach URLs suchen, alle Aktionen finden an einer Stelle statt. Die Gegenbewegung hat eine Menge unterschiedliche Organisationen hervorgerufen, die alle mehr oder weniger das Gleiche probiert haben. Dezentrale Netzwerke, Data Portability, das obere war sogar auch explizit für WordPress. Das hier ist ungefähr das, kann ich Mastodon voraussetzen? Okay, das war das erste Protokoll, auf dem Mastodon aufgebaut hat. Und das hört da auch gar nicht auf, also es geht noch weiter. Und ich habe auch nicht alle benutzt. Das Problem bei diesen ganzen Bewegungen ist, sie sind alle sehr technikgetrieben gewesen. Das heißt, man hat sehr viel Wert darauf gelegt, dass es eben nicht XML ist, sondern JSON und nicht RSS, sondern Atom. Und ob der eine jetzt REST-API genommen hat und man selber eher GraphQL. Ein schönes Beispiel ist zum Beispiel Blue Sky, also das vermeintlich dezentrale soziale Netzwerk, was vor Elon Musk aus Twitter ausgegründet wurde, die gesagt haben, okay, es verwenden alle ein Protokoll, uns fehlt irgendwas in dem Protokoll, also bauen wir alles nochmal neu. Riesenidee. Oder was ich auch einen sehr schönen Begriff finde, ist dieses Architecture Astronauts, dass man auf der anderen Seite immer versucht hat, die bestmöglich technische Lösung zu finden, die dann aber so abgehoben und so komplex war, dass das kein normaler Mensch einbauen kann. Also ich habe nur das Schaubild gesehen, was Blue Sky da bauen will und habe gedacht, nö, will ich nicht. Also will ich nicht irgendwie umsetzen technisch. Das können die gerne machen, aber für jetzt so den stinknormalen Blog weiß ich nicht, ob das die richtige Geschichte ist. Und das hat dazu geführt, dass man über die Jahre hinweg zwar ganz viele tolle Alternativen zu Facebook gebaut hat, aber eben ganz viele und die untereinander nicht miteinander sprechen könnten und man deswegen im Prinzip genau das Gleiche gebaut hat wie ein geschlossenes soziales Netzwerk, nur sind da halt ein paar mehr Server mit drin.
Und nach Metcalfe's Law ist halt eher die Regel, je mehr Leute in einem Netzwerk sind, umso wertvoller das Netzwerk. Schön mit dem Telefon, wenn ich halt nur ein Telefon habe, bringt mir die ganze Sache nicht so wirklich viel. So, und ich habe mich auch in die Reihe des, ich mache das auch mal, eingefügt. Die Idee war, für mich mit dem Friends-Plugin ein Facebook ohne Facebook zu bauen. Man braucht kein zentrales Service, um miteinander private Beiträge zu teilen. Die Blogs, die WordPress-Blogs kann man direkt miteinander vernetzen über Freundschaftsanfragen. Und sobald die Blogs miteinander verbunden sind, kann man den privaten Beitrag von einem Blog von einem Freund lesen. Und zusätzlich schafft das eine Vertrauensbasis. Wenn ich mit dem anderen Blog befreundet bin, kann ich dort einen Kommentar posten und da muss auch gar kein Spamfilter sein, weil wir schon vorher etabliert haben, wir sind miteinander befreundet. Und es bringt noch ein paar andere Features mit, die, ich finde, das Friends-Plugin recht benutzbar machen. Es kombiniert das Konsumieren und das Publizieren auf dem eigenen Blog. Ich gehe nicht mehr auf eine externe Seite, sondern ich gehe auf mein eigenes Blog, um das zu konsumieren. Ich kann Freunden auf verschiedenen Plattformen oder mit verschiedenen Inhalten folgen. Wie man das von den später dann noch sehen werden, es gibt verschiedene Services, die sich auf verschiedene Inhalte spezialisiert haben. Das kann man in separaten Feeds sich anzeigen lassen. Man kann von Blogbeiträgen direkt die Kommentare, die auf dem Blogbeitrag hinterlassen wurden, auch in dem Interface lesen. Man kann Beiträge von anderen teilen und rebloggen. Man kann mit Emoji-Reactions darauf reagieren und alle Freunde, die diesen Beitrag sozusagen auch abonniert haben, sehen auch, wie viele Reaktionen es darauf gibt. Friends ist sehr personenzentriert. Man kann für eine Person, wie ich schon gemeint habe, verschiedene Feeds abonnieren, landen dann alle unter der einen Person. Man kann sich für wichtige Freunde benachrichtigen lassen per E-Mail. Man kann Stichwörter definieren. Man kann sich es auf einen E-Reader senden lassen. Man kann auch Regeln einführen. Also je nach Stichwort, das dann vorkommt, soll was damit passieren. Also wenn Matthias mal wieder bei RSS schreibt, das kommt in Papierkorb bei mir. Also die Vorzüge, man ist unabhängig von anderen Services, die dann plötzlich die Regeln ändern. Man kann in der eigenen Blogsuche finden, was man gelesen hat. Es ist nach mehreren Personen gruppiert, gibt dann ein paar Erweiterungen, man kann Artikel sammeln, man kann sie an den E-Reader senden. Mit einer Browser-Erweiterung kann man direkt auf anderen Webseiten zum Beispiel das Blog abonnieren. Und dazu gibt es auch ein Demo-Video. Aber es hat auch Schwierigkeiten. Immer weniger Leute haben eigene Blogs. Viele wissen gar nicht, dass man das alles mit Friends machen kann. Und manche fragen sich auch, warum überhaupt. Und ja, es ist schwer zu wissen, wer hat dieses Plugin überhaupt installiert, mit wem kann ich mich befreunden. Und überhaupt, es ist halt aufs WordPress-Ökosystem zugeschnitten. Aber was kann man da machen, Matthias? So, jetzt haben wir über die ganzen Projekte geredet, die nicht funktioniert haben. Sorry. Jetzt wird es kurz ein bisschen technisch, weil das ist die Grundlage von dem, was sich jetzt gerade tut und was funktioniert. Und zwar ist die Basis von dem neuen dezentralen Netzwerkansatz ActivityPub. Das sorgt dafür, dass eben unterschiedliche Server miteinander kommunizieren können. Und das ist jetzt zwar ein bisschen Spezifikation erklärt, aber am Schluss zeigt das hoffentlich, warum sich das durchgesetzt hat, weil es trotzdem ziemlich einfach. Also, ActivityPub ist, was ich erklärt habe, dezentrales also ein Protokoll, um dezentral zu kommunizieren. Setzt sich zusammen aus Activity und Pub. Wir gehen erstmal auf Activity ein. Das basiert auf einem Standard, der heißt Activity Streams vom W3C und bietet einfach eine maschinenlesbare Repräsentation einer Aktivität. Also ich habe den Typ,
der Aktivität, der ist Create in dem Fall. Ich habe eine To-Liste, wie bei E-Mail, da steht eben jeder Empfänger drin. Ich habe einen Actor, derjenige, der die Aktivität versendet, und im Objekt steht drin, auf was sich dieses Create bezieht. In dem Fall eine Note, also so ein Microblogging-Inhalt in der Regel. Aber ich kann auch diverse andere Geschichten damit machen, wie zum Beispiel einen simplen Like, einen Follow, und kann damit im Prinzip mit einem JSON-Format, was auch erweiterbar ist, alle Aktivitäten in einem sozialen Netzwerk abbilden. In einem Standardformat. Und dann gibt es die zweite Komponente, das ist das Pub. Da geht es um das Publishing, und das lehnt sich auch sehr an E-Mail an. Also ich habe im Prinzip zwei Endpunkte, eine Outbox und eine Inbox. Alles, was ich versende oder alles, was ich an Aktivitäten auf meinem eigenen Blog generiere, geht über meine Outbox, über den Äther in die Inbox aller meiner Follower, die das dann interpretieren und damit machen, was in dem sozialen Netzwerk halt Follow bedeutet, und wieder umgekehrt. Und das ist im Prinzip schon die ganze Magie. Warum ActivityPub? Zum einen, weil es wirklich relativ simpel ist, und zum anderen, weil es sich halt einfach durchgesetzt hat. Also wenn man hier die Userzahlen oder die Serverzahlen anguckt, hier unten im Gegensatz zu Blue Sky zum Beispiel, wollen wir gar nicht so sehr auf die Technik eingehen, das ist halt das, was man gerade macht. Und was gerade passiert, ist wirklich, dass sich ein Netzwerk aufbaut zwischen verschiedenen unterschiedlicher Software, Server, die voll untereinander kommunizieren kann. Wie sieht das also jetzt aus im Vergleich zu RSS? RSS ist ein Pull-Protokoll. Man holt sich regelmäßig einen Feed ab. Und selten ist da was Neues drin. Es ist für Clients gemacht, die auch mal offline sind. Also man hat einen Reader, und der, nur wenn man online ist, kann der sich die neuen Beiträge holen. Er ist auf Texte fokussiert. Man kann einen RSS-Feed auf einem statischen Host einfach hinlegen und immer noch updaten, wenn es was Neues gibt. Das funktioniert. Es ist XML-basiert, und die Erweiterbarkeit hat sich bei Podcasts bewährt, aber bei nicht viel mehr. Und im Gegensatz dazu ist ActivityPub als Push konzipiert. Also neue Beiträge werden direkt an den Empfänger zugestellt. Dadurch benötigt man einen Server. Und es ist aber gleichzeitig effizienter, weil nur dann Netzwerk-Traffic sozusagen passiert, wenn noch etwas passiert. Und die Interaktion ist möglich. Also diese Likes und so weiter, das geht direkt über das ActivityPub-Protokoll. Und es ist JSON, nicht XML. Obwohl Activity Streams gab es, als es anfangs spezifiziert wurde, auch als XML. Aber es ist JSON geworden. Und jetzt, also nur mal, um es zu demonstrieren. RSS ist, man muss bei jedem Server abklopfen, gibt es was Neues, und dann wieder beim ersten Server und wieder weiter. Und man muss selber bestimmen, gibt es was Neues, man muss den alten Feed mit dem neuen Feed vergleichen. Bisschen schwierig. ActivityPub im Gegensatz ist, es macht jemand etwas, das wird zu meinem Server geschickt, und ich bekomme es. Macht wer andere was? Oh, ich bin gerade nicht online. Was passiert? Der Server speichert es und gibt es mir, wenn ich wieder online bin. Wie sieht das mit WordPress aus? Es unterstützt standardmäßig RSS, Atom, RDF. Aber wie schaut es mit ActivityPub aus? Matthias, da hat jemand was gebaut. So, jetzt kriegen wir die Kurve zu WordPress. Langes Vorgeplänkel. Es gibt ein WordPress-Plugin, was eben diese ganze Technologie jetzt auch auf WordPress anwendet. Und um den Bogen dann wieder zu dem ursprünglichen im Web 2.0, haben wir mit guten Vorsätzen angefangen, aber die sozialen Netzwerke haben uns ein bisschen das Wasser abgegraben. Kann man mit dem ActivityPub-Protokoll oder mit dem Plugin sehr viele Dinge, die soziale Netzwerke bisher besser gemacht haben, wir können aufholen, sagen wir es so. Man hat über seinen Blog, auch wie bei sozialen Netzwerken, die eigene Identität. Man kann in dieses Netzwerk veröffentlichen.
Man kann ganz normale, dieses Follower abbilden, was Twitter etabliert hat, und die Kommentare sind auch bidirektional. Also es ist nicht so wie bei Crossposting, dass ich irgendwas, was ich geblockt habe, auf Twitter teile, sondern es ist wirklich Teil dieses Netzwerks und alles, was dort an Kommentaren passiert, landet am Schluss auch wieder im Blog. Eigene Identität ist im Prinzip wieder so viel wiederverwendet, wie geht. Unten ist es einfach zum Beispiel die Auto-URL, ist dann die Profil-URL. Für den Blog musste ich mir irgendwas überlegen und das war am nächsten an Twitter dran, an Twitter oder jetzt Mastodon dran. In der Oberfläche von Mastodon sieht, das ist die Ansicht, wenn ich jetzt meinem Blog folge. Das heißt, man sieht keinen Unterschied, ob das jetzt ein WordPress-Blog ist, ob das ein anderer Mastodon-Account ist. Das hat alles schön die Oberfläche von Mastodon, sehr an Twitter angelehnt. Ich kann Follow an, Follow drücken. Das gleiche für mein Profil. Publishing bedeutet, ich mache einfach einen Blogpost, der dann in den sozialen Netzwerken abgebildet wird, in der Form, wie die sozialen Netzwerke das eben darstellen. Mal besser, mal schlechter. Ich kann auch, es gibt Blöcke, um das Followen zu vereinfachen, dass man den User ein bisschen bei der Hand nimmt, ihm erklärt, okay, du musst jetzt nach folgendem Identifier suchen auf den sozialen Netzwerken, dann kannst du dem Blog folgen. Wir haben Blöcke für die Followers, dass du, wie auch im sozialen Netzwerk, das schön auf deiner Seite abbilden kannst. Und eben die Kommentare sind föderiert. Das heißt, alle Kommentare, die zu einem Blogpost geschrieben werden, landen am Schluss eben auch im Blog. Und im Vergleich zur Web 2.0-Ära, wie ich schon angedeutet habe, ist es halt wirklich, man verlässt die eine App nicht mehr. Das heißt, es fühlt sich in dem Fall wirklich an wie ein soziales Netzwerk. Und man ist mit seinem Blog im Prinzip da, wo die Kommunikation stattfindet und einfach ist. Das heißt, es ermöglicht einem viel einfacher, Kommentare zu bekommen, Likes zu bekommen, Boosts zu bekommen. Bei Twitter hieß es Retweets. Und man ist auch nicht angewiesen auf die Web-App. Im Prinzip kann auch jeder Client das volle Spektrum abbilden. Wie ist es aber andersrum? Ich meine, ich habe jetzt nur gezeigt, wie jemand anders einem WordPress-Blog folgen kann. Was ist denn aber, wenn ich auf dem WordPress-Blog jemand anders folgen will? Das war bei WordPress nicht so einfach, oder ist bei WordPress generell nicht so einfach, weil es ist nicht gebaut für ein soziales Netzwerk. Aber ich kenne jemanden, der ein Friends-Plugin gebaut hat. Ja, und ActivityPub und Friends passt gut zusammen. Wie Matthias erklärt hat, mit dem ActivityPub-Plugin ist mein Blog über Mastodon erreichbar oder andere ActivityPub-Plattformen. Und mit Friends kann ich dann den Folgenteil übernehmen. Und wie in so einer richtigen Beziehung muss man auch zusammenarbeiten. Also wir haben manche Sachen zusammen entwickelt, wir haben aber auch gegenseitige Abhängigkeiten. Wenn der eine was ändert, wird dann beim anderen was kaputt und so weiter. Und wir sind auch immer noch dabei, uns zu überlegen, wie man die Kommunikation zwischen den beiden Plugins am besten hinbekommt. Aber man kann sich zum Beispiel auch gegenseitig helfen. Das eine Plugin schlägt das andere Plugin vor als eine gute Ergänzung. Und dann, um das Ganze noch ein bisschen interessanter zu machen, gibt es noch eine Erweiterung, das Enable Mastodon Apps Plugin. Und das erlaubt dann die ganzen Clients, die an sich für Mastodon entwickelt wurden, auch mit dem eigenen Blog zu verwenden. Das heißt, es ist ein großes Spektrum an verschiedenen Apps verfügbar, wo ich dann einfach mein eigenes Blog als den Mastodon-Server eingebe und ich kann das in der App nutzen. Also das schaut dann so aus. Ich veröffentliche etwas, das ActivityPub-Plugin schickt es raus. Wenn ich was aus dem Netz verfolge, kommt es zurück. Also das Ganze nochmal. Ich schreibe etwas am Laptop, über das ActivityPub-Plugin geht es hinaus. Andere schreiben etwas, das Friends-Plugin empfängt und zeigt es mir an. Und mit dem Mastodon-Apps-Plugin geht das Ganze auch mit einer Mastodon-App. Ich kann dort genauso lesen und schreiben.
Und um jetzt nochmal die Kurve zu kriegen zu eingangs die Identität im Web, das heißt, mit diesen ganzen Technologien schaffe ich es, die Identität wirklich jetzt wieder auf die eigene Seite zu bekommen und eben nicht auf das soziale Netzwerk. Alex hat vorhin ja erwähnt, dass der Vorteil von sozialen Netzwerken eben dieser eine Account oder die eine URL ist. Das ist die Theorie. In der Realität sieht es halt aus, dass ich eben nicht die eine Seite und die eine URL habe, sondern ich habe halt diverse Netzwerke. Wenn ich meinen Blog zu einem Netzwerk und zu meiner Identität mache, dann habe ich halt wirklich nur diese eine Identität. Das ist meine Domain, meine URL, und die ist unique, und zwar nicht nur in dem Netzwerk, sondern die ist unique im Internet. Ich habe viel mehr Möglichkeiten, wie ich mich im Netz präsentieren will, und kann trotzdem alle meine anderen Persona, sozialen Netzwerke, wie auch immer, referenzieren. Und es gibt diverse, also es gibt einen schönen Eintrittspunkt in das offene Web, weil ich das als Discovery-Mechanismus für so viele andere Techniken benutzen kann. Identität wäre dann bei mir Notiz.blog, Alex hat alex.kirk.at, meine Darstellung, Alex ist ein bisschen bescheidener. Ich kann zum Beispiel eine wunderschöne Erweiterung, die WordPress rausgeschmissen hat, das Link-Feature. Ich habe es mir per Plugin installiert. Ich liebe Blog-Roles, und da kann man eben auch seine anderen Profile darstellen. Und WordPress hatte so ein kleines Feature von Anfang an drin, dass ich nicht nur sagen konnte, ich möchte bitte diese URL in irgendeiner Sidebar haben, sondern ich konnte noch definieren, wie ich zu dieser URL stehe. Ob das eine von mir ist, me, oder ich konnte sagen, das ist eine von jemandem, den ich kenne, oder von einem Kollegen und so weiter. Und so kann ich eben dem Link noch ein bisschen Kontext mitgeben, und damit kann zum Beispiel das Plugin vom Alex nicht nur meine Seite, sondern über meine Seite eben mein ganzes Ich im sozialen Web rausbekommen. Und wenn er eben alles abonnieren möchte, gut. Es ist halt einfach maschinenlesbar. Also man sieht hier unter mir eben alles, was ich angebe. Ich habe aber auch die volle Kontrolle darüber, ob ich es will oder nicht. Das ist übrigens auch, was Mastodon benutzt, dieses kleine Realme-Dingens, um zu verifizieren, ob einem Mastodon-User eine Domain gehört. Also dieses grüne Häkchen, das, was man bei Twitter kaufen muss. Und eben darüber hinaus gibt es die ganzen Klassiker mit, ich gebe die URL in dem Feed wieder ein, dann sucht er sich alle Feeds aus dem Header. Ich kann Single Sign-On darüber machen. Und das Spannende daran, im Gegensatz zum Beispiel zu Facebook, ist, wenn mein Facebook-Account gesperrt ist, komme ich nirgendwo mehr rein, wo ich mich mal mit Facebook angemeldet habe. Wenn ich das mit meiner Domain gemacht habe, dann ist egal, wo ich die hoste, ob ich jetzt irgendwie Ärger mit dem Hoster habe und meine Domain umziehe, danach funktioniert es trotzdem wieder wie vorher. Und ich kann das natürlich auch in dezentralen sozialen Netzwerken machen. Blue Sky ermöglicht die Verwendung meiner Domain. Noster, das ist ein bisschen nerdigeres Protokoll. Und natürlich auch ActivityPub. Ich gebe meine Domain ein, finde meinen Blog, kann ihm folgen. So, dann reden wir noch kurz über das Geld. Wie wir alle wissen, müssen Server bezahlt werden, und bei sozialen Netzwerken ist alles kostenlos. Und das ist so ein bisschen wie im Schweinestall. Dort ist das Essen auch gratis. Aber was passiert dann aus dem Ganzen? Also zum Beispiel, es können Anzeigen direkt auf eine Gruppe getargetet werden. Ich weiß nicht, ob das schon mal wer durchgegangen ist. So schaut das bei Facebook aus. Man kann den Radius ändern, man kann sagen, ich möchte jetzt WordPress-Entwickler zum Beispiel targeten. Und das lässt sich dann Facebook auch gut zahlen. Und wie würde es im Federated Web ausschauen? Wenn jeder sein eigenes Hosting bezahlt, ist die Werbung eigentlich nicht notwendig. Man muss zwar die Domain zahlen, aber man kann zum Beispiel mit einer Nachnamendomain die ganze Familie abdecken oder den Freundeskreis mit einer Domain, wo man sich dann die Kosten teilen kann.
Gut, und wie geht es jetzt weiter von hier? Wir haben jetzt mit mehreren Plugins, glaube ich, an WordPress verholfen, sich ein bisschen in das soziale Netzwerk, in die sozialen Netzwerke wieder zu integrieren. Es gibt bei ActivityPub verschiedene Arten von Plattformen. Also PixelFed wäre so das Instagram-Äquivalent, Lemmy ist wie Reddit und man kann seine eigene Identität, sein eigenes Blog dafür verwenden. Dadurch ist es auch möglich, zwischen den Services sozusagen sich zu bewegen. Es ist, mit dem Blog ist man nicht nur in dieser Blogosphäre vernetzt, sondern man kann jetzt eben auch die anderen Netzwerke mitbenutzen. Im Indie-Web gibt es den Begriff des Posse, dieses Publish on your own site and syndicate elsewhere. Aber das ist jetzt nicht mehr notwendig, weil man ist richtig Teil des Netzwerkes. Die Inhalte, die man auf dem eigenen Blog postet, müssen nicht dorthin gesendet werden, sie sind einfach Teil des Ganzen. Und insgesamt gibt es einfach viele verschiedene Communities, denen man so mit beitreten kann. FediDB ist eine Seite, die so ein bisschen trackt die Nutzerzahlen in den verschiedenen Plattformen und wie viele aktive Nutzer und so weiter. Und die haben extra für WordPress, weil sie natürlich auch das Potenzial von WordPress und ActivityPub gesehen haben, eine kleine Landingpage gemacht. Normalerweise im Menü steht noch Hello WordPress, also sie heißen uns willkommen in dieser neuen dezentralen Welt. Man sieht schön, wie das so ein bisschen hochgeht, aber es wäre natürlich jetzt schön, wenn gerade hier alle das mal ausprobieren und sich das natürlich installieren und uns ganz viel Feedback geben, weil wir sind beide auch Techniker. Ich habe vorhin gesagt, mit Technik und komplizierten Protokollen, unsere Oberflächen sehen jetzt auch nicht immer so hübsch aus. Deswegen gerne sehr viel Feedback geben, dass das auch irgendwann mal benutzbar ist, dass man in naher Zukunft dann vielleicht doch wirklich sich einfach nur ein WordPress installiert und Teil eines dezentralen sozialen Netzwerks ist. Dankeschön.